Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir sitzen wieder in meiner Chaos-Schreibtisch-Ecke und das heißt, wir spielen heute eine neue Runde TBR Star Hop mit dem großen Daumen drücken, dass es dieses Mal besser verläuft als der letzte Monat. Der letzte Monat war ja eine kleine Katastrophe. Ich weiß nicht, wie oft ich auf dieselben schwarzen Löcher gekommen bin und wieder von vorne starten musste. Es sind exorbitant viele Bücher geworden. Ich habe natürlich nicht alle geschafft. Ich habe vor allen Dingen die letzten anderthalb, zwei Wochen, jetzt wieder in der Mitte des Monats, es gar nicht geschafft zu lesen. Am Anfang lief es richtig gut. Ich hoffe jetzt auf dieses Wochenende. Heute ist schon Freitag. Mal gucken, was ich heute und morgen noch schaffe, denn haltet euch fest, am Sonntag ist einfach schon der 1. Dezember. Die Zeit verfliegt so absurd schnell. Ja, das ist der Wahnsinn. Also ich denke, ich werde nicht mehr wahnsinnig viel schaffen, aber ein bisschen heute und morgen vielleicht schon noch. Das hier ist der Stapel mit Büchern, die ich gelesen habe. Das sind 2, 4, 6 Stück. Das ist eigentlich schon gar nicht schlecht. Das ist immer ein normaler Durchschnitt. Das hier sind die beiden Bücher, die ich denke, hoffentlich noch zu beenden. In Kessel habe ich noch diese letzten 200 Seiten seit Ewigkeiten schon. Und dann habe ich hier in die Weihnachtsgeschichte reingelesen. Da bin ich jetzt auf Seite 100 von 420 in etwa. Also vielleicht habe ich es hier drin auch noch weiter zu lesen. Und dann sieht der Stapel schon größer aus. Ich habe aber leider... Oh, upsissa, hier auf der anderen Seite auch noch ein ganz, ganz... großen Stapel mit Büchern, die eigentlich auch auf der Leseliste standen, zu denen ich aber nicht gegriffen habe. Und ich habe jetzt ein bisschen hin und her überlegt, wie ich das Ganze am besten löse. Ich könnte ja auch sagen, dass ich einfach im Dezember noch weiterlese mit der gleichen Leseliste. Ich muss aber sagen, dass mir das Spielen und das Raussuchen super viel Spaß macht und ich deswegen sehr gerne doch wieder weiterspielen möchte. Mit diesem kleinen Spielbrett funktioniert es aber auch nicht, dass ich jetzt noch mehr schwarze Löcher hinzufüge, weil ich quasi es nicht geschafft habe. Deswegen habe ich beschlossen, es gibt dieses eine grüne, schwarze Loch und das kommt aufs Spielbrett jedes Mal das gleiche, neu mit drauf, an eine neue erwürfelte Stelle, wenn ich im Monat davor die Leseliste nicht geschafft habe. Wenn ich sie geschafft habe, dann kommt es runter, aber es kommt definitiv nicht jedes Mal noch ein weiteres mit dazu. Ansonsten habe ich die schwarzen Löcher das Rad ein bisschen verändert und versucht, mehr Bücher, Buchreihen draufzupacken, auf die ich aktuell Lust habe und in denen ich auch schon mittendrin stecke oder die Teil von Rache des Subs sind, also die so ein bisschen höhere Priorität haben, dass ich nicht 10.000 Einzelbücherreihen, Buchreihen noch zusätzlich wieder anfange. Genau, ich werde jetzt nicht nochmal wiederholen, welches Buch, welchen Prompt und so weiter und so fort, für welche Aufgabe war. Das schaffe ich nicht. Außerdem bei unserem Pech, vielleicht dauert das Video wieder Ewigkeiten. Ich werde versuchen, möglichst viele Winter-Weihnachtsbücher noch mit drauf zu packen. Möglichst vielleicht ein paar von dem Stapel hier neben mir nochmal mit drauf zu packen. Ein paar Rachebücher, wobei die Rache ja so ein bisschen zweigeteilt ist. Also da habe ich jetzt ja ein paar Monate im Prinzip Pause, weil ich da ja keine Rache-Videos gedreht habe. Und es machte wenig Sinn, mir dann nur so kurze Zeit zu geben. Deswegen habe ich da jetzt ein bisschen Zeit, vielleicht noch ein paar ältere Rachebücher zu lesen oder in den Buchreihen vorhaben, weiterzumachen. Genau, aber das sind so die drei Hauptdinger. Dann der Harry Potter Teil natürlich, der letzte aus der Leserunde, dass wir den auch noch schaffen. Aber das sind erstmal die Pläne, soweit, so gut. Und dann schauen wir einfach mal, wie lange wir heute hier sitzen und wie gut das Ganze funktioniert. Ich packe jetzt mal die Bücher, die ich gelesen habe, wieder zurück. Die anderen lasse ich mal noch hier. So. Und dann würfeln wir zuerst mit zwei Würfeln das Feld, wo unser zusätzliches schwarzes Feld hin soll. Eine 4, 1, 2, 3, 4. Das ist immerhin hier ganz am Anfang. Ich weiß gar nicht mehr, wo es letztes Mal war. Und es verdeckt eine Sonne, also ein von den schwierigen Punkten. Das ist ja auch schon mal, das klingt schon gar nicht mehr richtig gut, ich werde nochmal was anderes überlegen. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Okay, dann nehmen wir jetzt nur noch einen Würfel und
Ich hoffe sehr, dass es dieses Mal irgendwie ein bisschen praktischer wieder abläuft. Könnt ihr auch sehr gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das findet. Also wie gesagt, ich habe jetzt ja die anderen Bücher einfach erlassen sozusagen, die übrig sind, und spiele nochmal neu. Es waren auch ein paar Ideen, dass ich mache, dass ich bei den schwarzen Feldern nicht mehr komplett bis zum Anfang zurückgehen muss, sondern nur noch ein paar Felder vielleicht. Ich würde das jetzt dieses Mal spontan entscheiden und gucken. Wenn ich jetzt gut durchkomme, dann lassen wir diese Sonderregel erstmal noch. Wenn ich aber wirklich wieder sehr, sehr viel auf dieses erste hier zum Beispiel komme oder so, dass ich dann jeweils immer nur zum letzten schwarzen Loch irgendwie zurückgehen muss. Denn Sinn und Zweck der Leseliste ist ja schon, oder des Erspielens der Leseliste, dass ich auch tatsächlich realistisch schaffe, zu den Büchern zu kommen. Denn ich denke, ansonsten wird es auf Dauer auch ganz schön demotivierend sein. Aber wir gucken jetzt einfach mal. Also eventuell steige ich um, dass man jeweils nur noch zum letzten schwarzen Loch zurückgehen muss und nicht mehr ganz bis an den Anfang. Okay, eine 3. 1, 2, 3. Ein Stern. Das ist ja schon mal nicht schlecht für den Anfang. Also die Zahl hätte auch höher sein können, keine Frage. Aber immerhin eine möglichst leichte Aufgabe. Einmal das Sternenrad. So, da, ich halte euch das mal noch ein bisschen näher ran. Es ist Liebesroman. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Ich glaube, da kann ich dann auch direkt vielleicht nochmal ein Weihnachtsbuch draufpacken. Denn ich habe ein bisschen Sorge, dass ich die Weihnachtsbücher nicht draufkriege. Deswegen nehmen wir jetzt direkt mal ein Weihnachts-Liebesbuch. Ich hole das ganz schnell. Ich zeige euch jetzt auch wieder direkt die Bücher. Nicht mit den Auswahlmöglichkeiten, außer ich bin mir unsicher. Aber wenn ich schon direkt eins im Kopf habe, suche ich jetzt nicht noch aktiv andere raus. Und zwar würde ich dann als Liebesroman draufpacken Weihnachten nur du und ich von Lizzie Huxley Jones. Denke ich mal, wird man den Namen aussprechen. Ich habe sehr, sehr viel Gutes über dieses Buch gehört und ich freue mich darauf, das wirklich über die Weihnachtsfeiertage zu lesen, denn es klingt so, als könnte man das gut in auch 24 Stunden oder so wegsuchten, und das klingt auch so, als würde es halt wirklich direkt über Weihnachten spielen. Die erste Regel des Fake-Datings: Verliebe dich nicht in seine Schwester. Hef hatte im vergangenen Jahr einfach Pech. So steht sie nun frisch getrennt vor der Aussicht, die Weihnachtsfeiertage allein in ihrer viel zu kleinen Wohnung verbringen zu müssen. Bis sie auf einer Party Christopher trifft. Nach ein paar Gläschen Sekt verwechselt sie freundschaftliche Nähe mit Romantik und küsst ihn unter einem Mistelzweig. Direkt vor den Augen seiner Ex-Freundin. Diese verbreitet sogleich das Gerücht, dass sie ein glückliches Paar seien. Was bleibt Hef ist ein komischer Name. Also anderes übrig, als ihrem neuen Kumpel Christopher den Gefallen zu tun und ihn über Weihnachten zu seiner Familie zu begleiten. Unverhofft findet sich Hef als angebliche Freundin in einem eleganten Herrenhaus in Südengland wieder und es kommt, wie es kommen muss, sie verliebt sich Hals über Kopf. Nur leider nicht in Christopher, denn da ist noch Kit, seine mysteriöse und unnahmbare Schwester. Ja, ich finde das Cover auch einfach super süß und super schön. Ich muss sagen, rosa ist jetzt eigentlich nicht so meine Farbe. Aber trotzdem ist es irgendwie total cool gemacht. Und ich freue mich auf so eine etwas, neuere, modernere Weihnachts-Liebesgeschichte. Das ist das erste Buch. Das ist doch schon mal ein grandioser Start. Dann gucken wir mal, wohin es uns als nächstes führen wird. Eine 5. Oh, das ist eine schöne, schöne große Zahl. Ich hoffe, das bringt auch 1, 2, 3, 4, 5. Sehr gut. Einen Mond. Wunderbar. Ich will es nicht zu laut sagen, aber vielleicht will das Spiel jetzt auch extra nett sein, damit ich fleißig weiterspiele nach der Katastrophe vom letzten Mal. Man weiß es nicht. Mond sind die mittelschwierigen Aufgaben. Sonne sind die schwierigsten, Mond ist mittelschwer und Stern sind die allereinfachsten. Also, die man da so haben kann. Meiner persönlichen Einschätzung nach. Eure könnte ja auch ganz anders sein. Was haben wir? Krimi. Das passiert mir immer wieder. Krimi und Thriller. Weil ich will schon gedanklich Thriller sagen und dann kommt Krimi irgendwie raus. Mega. Ich glaube, da weiß ich auch direkt, ich möchte gerne in der David Hunter-Reihe weiterlesen. Den hole ich auch mal ganz schnell, den nächsten Band. So, das hat jetzt doch einen Moment länger gedauert, denn ich wusste, dass ich Teil 3
und Teil 4 der Buchreihe letztens über Rebuy bestellt hatte. Und die Cover sahen auch ähnlich aus. Also hier ist das Kreuz schwarz und der Hintergrund weiß. Und bei dem dritten, beziehungsweise bei dem vierten Teil ist es genau andersherum. Und ich musste mal kurz herausfinden, welcher Teil der dritte ist und welcher dann der vierte, mit welchem ich weitermachen muss. Generell begleiten wir hier in der David Hunter-Reihe von Simon Beckett, David Hunter, einen Forensiker, der ein total interessanter Mensch ist, wie er eben sein Leben gestaltet, gerade im ersten Teil, und dann super spannende Kriminalfälle einfach oder Thrillerfälle. Das habe ich, glaube ich, schon mehrfach versucht zu erklären. Ich weiß auch nicht, was da wirklich der Unterschied ist. Aber ich habe das Gefühl, dass bei einem Krimi immer eher der Fall im Fokus steht und die Ermittler abseits sind. Und bei einem Thriller gefühlt häufig in so Krimi, in so Thriller-Ermittlerreihen auch die Ermittler selber so ein bisschen mit in die Fälle reingezogen werden. Und der Schreibstil ist richtig, richtig cool. Man kommt richtig gut in die Stimmung und das Atmosphären rein. Es war sehr viel in beiden Bänden mit so Dörfern, mit der Gemeinschaft, so intrigenmäßig. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich freue mich sehr, hier mit dem dritten Teil weiterzumachen. Und wir befinden uns dieses Mal in den Smoky Mountains. Genau. Ich bin sehr, sehr gespannt. Hinten drauf, das steht wieder sehr, sehr kryptisch, der Klappentext. Aber es verfliegt wirklich immer so durch die Seiten. Es hat jetzt auch so knapp, ja, ein bisschen mehr als 410 Seiten. Ich freue mich, in der Buchreihe weiterzumachen und ich verstehe den Hype absolut und bin sehr froh, dass ich hier zum Beispiel durch Rache des Subs näher zu gedrängt wurde, denn den ersten Teil, die Chemie des Todes, habe ich schon seit einer Weile durch Rache des Subs, ne? schon seit einer Weile bei mir hier stehen. Und dass ich da jetzt wirklich mal weitergemacht habe mit Teil 2 eben auch und jetzt Teil 3. Vielleicht schaffe ich es ja wirklich, jeden Monat einen Teil irgendwie zu lesen. Das wäre ja auch voll praktisch. Ich glaube, insgesamt gibt es 6 oder 7 Teile. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das wäre ja auch voll cool, weil mir die Buchreihe wirklich sehr viel Spaß macht. Genau. Dann der dritte Wurf. Es ist einfach Wahnsinn. Wir sind schon so viel weiter gekommen als beim, in der allerersten Runde. Jetzt haben wir eine 4. Oh! Wahnsinn, mega, Leute, guck mal, 1, 2, 3, 4, wir sind über das schwarze Loch hinaus, das heißt, wir werden das auf jeden Fall schaffen, also natürlich, wir können jetzt noch häufig eine 1 würfeln, aber wir schaffen es, ohne auf ein einziges schwarzes Feld zu kommen. Das ist doch echt der Wahnsinn, oder? Wie kann an dem einen Tag das so eine Vollkatastrophe sein und am nächsten dann wieder so gut funktionieren? Das ist mir nicht erklärlich, aber ich freue mich jetzt einfach darüber. Ich freue mich jetzt einfach über die Pause sozusagen, die dieser Monat irgendwie mit sich bringt. Okay, ja, dann drehen wir nochmal das Mondrad. Ach, jetzt kommt erst noch einmal wieder Werbung. Aber jetzt nicht so laut und erschreckend, weil ich habe ja den Ton ausgeschaltet. Video überspringen, ja, sehr gerne. So, und dann machen wir nochmal das... Machen wir nochmal das Mondrad. Gucken wir mal. Ein Buch mit über 400 Seiten. Auch hier weiß ich schon, was ich nehmen werde, denn ich kann ja immer mehr Bücher lesen, als meine Leseliste enthält, aber die Leselistenbücher versuche ich ja schon bevorzugt zu behandeln. Und ich habe ja noch den Harry Potter, den 7. Teil, und der hat garantiert über 400 Seiten. Auch den hole ich mal. Ich weiß sogar immer direkt, welches Buch passen könnte. Wahnsinn, ein Träumchen. Also hier haben wir jetzt Harry Potter und die Heiligtümer des Todes von J.K. Rowling. Das ist, wie gesagt, der 7. Teil. Und jetzt schaue ich mal, ohne mich zu spoilern. Ja. 750 Seiten. Es hat auf jeden Fall mehr als 400 Seiten. Und dann werde ich jetzt diesen 7. Teil mit draufpacken, dass wir den auch noch wegsuchten können. Denn ich muss sagen, der 6. Teil hat mich wieder richtig begeistern können. Der 5. war so ein bisschen schleppend, aber der 6. gerade zum Ende hin, was da alles passiert ist, damit hätte ich nicht gerechnet. Und ich bin jetzt super gespannt, weil der war auch so ein bisschen aufbauend, glaube ich, fürs große Finale, wie das Ganze jetzt einfach ausgeht. Ich denke, das ist jedem ein Begriff. Ich kann jetzt auch natürlich den Klappentext nicht vorlesen, aber das haben wir diese Leserunde quasi dann auch gemeistert und können uns vielleicht mal überlegen, ob wir auch noch eine neue Leserunde für nächstes Jahr einen gemeinsamen neuen Buddy Read irgendwie aussuchen wollen. Eine andere Buchreihe, die wir vielleicht zusammen lesen können.
Genau. Aber das kommt dann auch mit rüber auf meinen Stapel. Und ach, ich freue mich so. Ich werde auf jeden Fall jetzt machen, dass wenn ich auf die Sonne komme, dann wähle ich noch ein Sonnenbuch aus. Aber wenn ich jetzt drüber komme, dann wähle ich noch ein freie Wahlbuch aus. Das habe ich letztes Mal auch weggelassen. Aber letztes Mal zu meiner Verteidigung hatte ich zu dem Zeitpunkt ja irgendwie auch schon diese 16 Bücher oder so draufstehen. Gucken wir mal. Eine 4, mega, wow. 1, 2, 3, 4. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist jetzt wieder viel mehr so, wie es in der ersten Runde auch war. Und ich gucke mal jetzt für freie Wahl, ob ich dann vielleicht nochmal ein Buch nehme. Ja, ich nehme nochmal ein Buch von dem Stapel von der Leseliste davor. Zack, zack, zack. Ups, einmal noch anders herumdrehen. Oh, jetzt bin ich gegen den anderen Bücherstapel. Hier haben wir, upsassa, meine Güte. Hier haben wir die anderen Bücher und ich muss jetzt mal stark überlegen, welches ich davon möchte. Also ich glaube, die Schattenschwester von Lucinda Riley würde ich erstmal nochmal wegpacken, denn das ist so ein dicker, fetter Schinken. Und wir tanzen über den Flüssen von Sophie Bichon. Würde wahrscheinlich Sinn machen, weil ich dann die Buchreihe dieses Jahr noch beendet hätte. Ja, A Fate Darker Than Love von Bianca Iosiboni. Ich glaube, das ist so ein Buch, da muss ich einfach mal reinlesen, vielleicht mal so ein Trial-Chapter-Video oder so machen. Denn da stand jetzt schon auf mehreren Leselisten, ist in Rache des Subs aufgetaucht und hätte eigentlich bis Ende November jetzt gelesen werden müssen. Da muss ich mir auch mal überlegen, wie ich mit den Büchern verfahre aus der Rache, die ich eben nicht geschafft habe zu lesen. Aber da habe ich auch keine Lust jetzt aktuell drauf. Dann Neon Birds und Cyber Trips würde ich tatsächlich auch nochmal zur Seite packen, wenn ich dann wieder ein bisschen mehr Muße für Science Fiction habe, dass ich die dann nochmal zur Hand nehme. Und dann hätten wir noch zwei neue Liebesgeschichten. Nachtleuchten oder Love Recipes. Wahrscheinlich würde Love Recipes ein bisschen mehr Sinn machen, weil ich hiervon ja die anderen Buchteile auch noch habe. Ich hätte aber auch Bock wieder auf Krankenhaus-Setting, aber hier habe ich natürlich nur den ersten Teil bei mir. Oder ich nehme dann tatsächlich vielleicht und wir tanzen über den Flüssen. Wisst ihr was? Das ist doch jetzt optimal. Guck mal, wir haben jetzt diese drei Bücher noch übrig. Ich würde euch von jedem nochmal den Klappentext vorlesen und dann würde ich unter das Video drei Kommentare schreiben mit den jeweiligen Titeln der Bücher und dann könnt ihr durch einen Daumen nach oben ein Buch davon eben auswählen und abstimmen, welches auf meine Leseliste kommen soll. Denn ich kann mich jetzt gerade gar nicht so gut entscheiden und ich finde es immer total spannend, wenn ihr mitmachen könnt, welche Bücher euch so interessieren würden, meine Meinung dazu. Also, wir haben Love Recipes, Verführung à la carte von Kate Meader, der erste Teil einer Trilogie. Lily De Luca würde alles für ihre Familie und das Restaurante De Luca tun. Fast alles. Manchen Dingen kann sie eben einfach nicht widerstehen. Pasta, Chianti und Jack Kilroy. Als sie den berühmten britischen Fernsehkoch begegnet, sprühen augenblicklich die Funken zwischen ihnen. Und das, obwohl Jack in einer neuen Kochshow als Konkurrent gegen ihren Vater antreten soll und obendrein sogar noch arroganter zu sein scheint, als die Boulevardpresse stets vermuten ließ. Doch schnell merkt Lily, dass sie vielleicht voreilige Schlüsse gezogen hat und Jack ganz anders ist, als sie immer dachte. Manchmal muss man etwas Neues probieren, um die Geheimzutat für sein persönliches Glück zu entdecken. Das klingt schon mal sehr, sehr gut. Die gesamte Buchreihe klingt sehr gut. Dann haben wir eben das St. Alex, Nachtleuchten von Anne Lück. Auch hier der erste Teil. Ich meine auch eine Trilogie, ich bin mir aber gar nicht ganz sicher. Nachtschichten, Herzklopfen und heimliche Träume. Willkommen am St. Alex. Die junge Krankenschwester Samira hat keine Zeit für die Liebe. Neben ihrem Job auf der Kinderpalliativstation des Berliner St. Alexander Krankenhauses hat sie alle Hände voll damit zu tun, sich um ihre drei Brüder zu kümmern. Der junge Arzt Louis hingegen zieht nach einem späten Feierabend gerne noch durch die Clubs. Jemand wie er passt überhaupt nicht in Sammys Leben, findet sie. Aber dann kommen die beiden bei einer gemeinsamen Nachtschicht den seltsamen Fall einer jungen Patientin auf die Spur und einander näher.
Ah ja, das habe ich euch letztes Mal auch schon gelesen, ne? Start der romantischen New Adult-Serie um 3 junge Krankenschwestern am Berliner St. Alex Krankenhaus. Also ich denke, es ist eine Trilogie. Und dann haben wir hier noch den dritten Teil der Love is Love-Reihe. Und wir tanzen über den Flüssen von Sophie Bichon. Da habe ich ja die anderen beiden Teile dieses Jahr schon gelesen. Sei ehrlich zu dir und zu den Menschen, die du liebst. June ist voller Lebenslust und steht am Anfang ihrer Arbeit am Theater. Nichts macht ihr Angst, mit Ausnahme des fragenden Ausdrucks in Kians Augen, den sie für ihren großen Traum, Musicaldarstellerin zu werden, nach nur wenigen gemeinsamen Monaten verlassen hat. Doch mindestens genauso sehr fürchtet sie Ashs hasserfüllte Blicke. Ash, Kians bester Freund, der sie schon immer auf unerklärliche Art und Weise faszinierte. Die drei begegnen sich immer wieder in Londons Straßen und mit jedem Treffen wird ihnen klar, dass die Gefühle zwischen ihnen noch komplizierter sind, als sie bisher geahnt haben. Ja, also eine Dreierbeziehung. So könnte man es nennen. Also ihr dürft sehr gerne, sind sogar alle drei von Abel. ihr dürft sehr gerne eure Stimme unten in den Kommentaren abgeben, welches dieser drei Bücher eben mein, haltet euch fest, haltet euch irgendwo fest, mein viertes Buch der Leseliste wird. Ich stapel die mal einmal anders um, dass ich die ein bisschen besser hochhalten kann. Wir haben einmal Harry Potter, dann ein Weihnachts-Rom-Com-mäßiges Buch und den Thriller von David Hunter oder um David Hunter von Simon Beckett. Ich freue mich sehr auf diesen Lesemonat Dezember. Ich hoffe, dass ich vielleicht über die Feiertage oder Weihnachten, Neujahr dazwischen ein bisschen mehr Zeit habe zu lesen. Die letzten Wochen waren wieder sehr turbulent. Es war wieder es war wieder ein Geburtsvorbereitungskurs am Wochenende und dann komme ich irgendwie nicht so richtig zum Lesen. Bin aber doch sehr froh und stolz, wie viel ich stattdessen doch trotzdem geschafft habe und freue mich, in eine kleinere, realistischere Leseliste zu starten, denn ich bin sehr überzeugt, dass ich diese 4 Bücher, schon schaffen sollte und dass ich aber so auch noch genug Kapazität hätte für, weiteren Weihnachtsbücher, denn jetzt habe ich natürlich nur ein Weihnachtsbuch draufstehen, aber wie gesagt, das ist auch völlig in Ordnung, weil es ja insgesamt doch überschaubare Bücheranzahl geworden ist. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem Spaß gemacht, auch wenn ich dieses Mal nicht so viel leiden musste. Ich bin sehr, sehr glücklich. Wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!